Es gibt weltbekannte Straßen, von denen jeder schon einmal gehört hat. Zum Beispiel dem Broadway. Aber nur wenige haben ihn je gesehen. Es gibt Straßen, die haben Allerweltsnamen, wie eben Breiter Weg. Doch den Magdeburgern steht er für die jahrhundertealte Geschichte ihrer Stadt. Wie unsere Geschichte zeigen wird. Sie beginnt gleich mit einer Frage. Woher hat dieser Platz seinen Namen? Entschuldigen Sie, junger Vater, kann ich Ihnen mal eine Frage stellen? Sie gehen hier über den Hasebachplatz. Ja. Woher hat er seinen Namen? Floss hier mal der Hasebach oder wie ist das? Ich glaube, das war eine Person gewesen, aber genau weiß ich, bin kein Magdeburger, wir sind erst hierher gezogen, aber es war eine Person. Es war eine Person, ja. Es stimmt. Es war der ehemalige Oberbürgermeister Hasebach am Ausgang des 19. Jahrhunderts. Okay, okay. Dankeschön. Nun sah das hier nicht immer so aus wie heute. Bei der Ersterwähnung des Waldenwegs 1207 war hier noch freies Feld und der breite Weg war noch ganz woanders. Drei Jahrhunderte später wurde hier sogar ein militärisches Festungsgelände gebaut. Als dieser besagte Hasselbach die Stadt erweitern wollte, musste er tief in die Tasche greifen, um dieses Gebiet zu kaufen. Das heißt, nicht in seine Tasche musste er greifen, aber die Stadt hatte auch kein Geld, also musste er pumpen oder borgen. Heute heißt so etwas Kredit nehmen. Hasselbach war erfolgreich. Das Gelände ging in die Stadt über und konnte bebaut werden. Es entstanden die architektonisch schönen Häuser der Gründerzeit, die den breiten Weg verlängerten. Die bisherige Gabelung, die in die Vorstädte Buckau und Sudenburg führte, wurde zu einem Platz. Da der Platz einen Namen haben musste, dankten die Magdeburger dem Hasebach, indem sie diesem Platz seinen Namen gaben. Die Vorstädte Buckau und Sudenburg wurden später eingemeindet. Wir wollen zunächst einen Gang bis zu der Stelle machen, wo damals der breite Weg endete. Das heißt, wo ein altes Stadttor stand. Und hier also mündete dann vor circa 140 Jahren der neue Teil des breiten Wegs in den Hasebachplatz. Er ist wieder fast geschlossen, so wie wir ihn auf dem historischen Bild sehen. Anfang des 20. Jahrhunderts sah er so aus. Diese junge Frau hier fährt mit ihrem Kinderwagen zum Hasebachplatz. Das war am Ende der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Man erkennt die Wunden des Krieges, die noch nicht verheilt sind. Und es wird bis dahin noch viele Jahre dauern. Aber vieles hat sich verändert. Der Krieg hatte 1945 große Lücken gerissen. Allerdings hat auch die Entwicklung des Straßenverkehrs Veränderungen hervorgerufen. Als erstes musste der Brunnen weichen. Er steht jetzt auf dem Heidenplatz in Neustadt. Die von der Straßenbahn abgelöste Pferdebahn rief neue Gleisverlegungen hervor. Schließlich wurde der Auto- und Fußgängerverkehr ganz von der Mitte des Platzes verdrängt. Das prächtige und mächtige Spitzhaus zwischen Breite Weg und Otto von Guericke Straße blieb, mit Blessuren zwar, aber immer erhalten. Pardon, die Guericke Straße hieß damals ja noch Kaiserstraße. Nun geht's aber in den Breiten Weg.
Dieser erste Block hier wurde 1885 bis 1886 erbaut. Die im Block befindlichen Ladengeschäfte hatten häufig andere Betreiber. Hier in diesem Geschäft, die älteren Magdeburger wissen das, hatte der Händler Wiebrecht seinen Laden, Wildspezialitäten aller Art. Er war eine Magdeburger Institution. Auch das Angebot der anderen Geschäfte in diesem Block waren ausgewählte Waren. Man kaufte gern hier. Auf der anderen Seite haben sich heute in den oberen Etagen Ärzte niedergelassen. Der Haselbachplatz war schon immer der Knotenpunkt der Stadt. Von hier aus ging es in alle Richtungen. Das lockte natürlich die Händler an. In heutiger Zeit haben sich auch internationale Handelsleute hier niedergelassen. Früher galt das Gebiet als gaststättenreich. Restaurants, Cafés und Bars waren hier zu finden. Natürlich gibt es auch heute hier Gaststätten. Leider ist das Gebiet um den Haselbachplatz durch Randale verrufen, was der Stadt schadet. Nachts ist die Straße noch immer unsicher. Dann erreichen wir den Friedensplatz. In alten Zeiten hieß er Scharmhorstplatz. Er sollte mal ein Marktplatz im Stadtteil werden, hat aber nicht funktioniert. Da hat man kurzerhand den Bismarck hier aufgestellt. Ab dort hat der Bombenkrieg im Breite Weg die Vernichtung eingeleitet. In kürzester Zeit verschwanden die schönen Gründerzeithäuser, die bis zum Haselbachplatz führten. Besonders die Ostseite war völlig vernichtet. Der Wohnungsnot verpflichtet wurde sie nach dem Krieg in Plattenbauweise wieder aufgebaut. Gut für die Menschen als Dach über den Kopf, schlecht für die Architektur des Breitewegs. Darum hat man sie wieder abgerissen und baut noch einmal neu. Nach historischem Vorbild wollte man nicht bauen. Man hatte moderne Pläne. Die Erwartungen waren natürlich hoch. So, nun sind wir an der Stelle angekommen, wo der Aufbau bis zum Haselbachplatz begann. Hier stand einst das Sudenburger Tor. 1874 begann im Rahmen der Stadterweiterung der Weiterbau des Breitewegs bis zum Haselbachplatz, der da noch nicht so hieß, wie wir wissen. Schauen wir mal, wie weit die Bauleute 2020 mit dem Bau vorangekommen sind. Jetzt sind wir wieder gegenüber vom Friedensplatz. Hier an der Keplerstraße entsteht ein Parkhaus. Ja, an so etwas brauchte man früher nicht denken. Aber das Auto ist eben heute nicht nur ein Fortbewegungsmittel. Das Wichtigste allerdings bleiben die Wohnungen. Wie man hört, sind die meisten auch schon vermietet.
Und dass die Architekten sich was einfallen lassen haben, das können wir hier an diesem Abschnitt beobachten. Natürlich bleibt die Frage offen, wird das den Ansprüchen an eine Flaniermeile gerecht werden? Sind die Fußwege zum Flanieren nicht viel zu schmal? Auf der Westseite die Danzstraße und auf der Ostseite das neu erbaute Domviertel. An der Ecke der Danzstraße wurden bei Grabungsarbeiten 2011 die Reste des Sudenburger Tors freigelegt. Heute erinnert hier eine Anlage an dieses historische Tor. Bis in das 13. Jahrhundert lässt sich so seine Geschichte zurückverfolgen. Das ist die Torseite innerhalb der Stadt, am Ende des breiten Wegs. Dort in der Nähe liegt auch der Domplatz. Er ist schon interessant für uns. Die Häuser des breiten Wegs, die den Platz begrenzten, haben die Bomben vernichtet. Der Jahrmarkt, der in Magdeburg Messe hieß und auf dem Domplatz stattfand, ließ schon hier in der Straße die Kinderherzen höher schlagen. Aber dann ging es richtig los. Der Domplatz wurde aber auch zum Tribunal über gesellschaftliche Verhältnisse. Auf dem Domplatz feierten die Magdeburger ihre Feste und erlebten künstlerische Veranstaltungen. Jüngst sogar fand die Gestaltung einer attraktiven Lichterwelt statt, die fast die ganze Innenstadt erreichte. Auch das Magdeburger Theater nutzt den Platz für sommerliche Freilichtaufführungen. Schade nur, dass während der Zeit die schöne Domplatzgestaltung nicht zu sehen ist. Aber auch viele andere Veranstaltungen gibt es auf dem Domplatz. Ein großes Erlebnis. Carmina Burana. Nachdem man die alten Plattenbauhäuser der Platzbegrenzung wieder abgerissen hatte, wurden diese Gebäude errichtet. Sie haben sich inzwischen gut in den breiten Weg eingefügt. Die Gaststätten in ihnen werden gern besucht. Gegenüber auf der Westseite treffen wir auf ein anderes imposantes Bauwerk. Die alte Hauptpost. Das erste Gebäude von 1652, bekannt als Rathausbau, wurde abgerissen. In den Jahren 1895 bis 1898 entstand die heutige alte Hauptpost. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie schwer beschädigt
Schon 1948 begann dann die Rekonstruktion. Sie transponiert ein Stück historischen breiten Weg in unsere heutige Zeit. Schön, dass es sie noch gibt, wenn sie auch nicht mehr als Post genutzt wird. Während auf der Westseite Historisches rekonstruiert wurde, hat man gegenüber abgerissen und neu gebaut. Eine ganz neue Farbe ist hinzugekommen, mit der die Magdeburger zunächst ihre Probleme hatten, das Hundertwasserhaus. Es gab für und wider, nun steht es da. Die Mehrzahl der Leute tut so, als stände es schon immer da. Man hat sich daran gewöhnt, dass Bäume aus dem Fenster gucken. Dennoch scheint es ein wenig wie ein Fremdkörper. Das ist allerdings von Generation zu Generation unterschiedlich. Es ist der letzte Bau des Friedensreich Hundertwasser. Von Wien über Wittenberg und Uelzen hat er sich auch in Magdeburg verewigt. Gegenüber haben wir den Eingang zur Leiterstraße. Nach dem Willen der Oberen der DDR sollte die Leiterstraße eine Prachtstraße werden. Dann lag sie viele Jahre brach. Zur Freude übrigens vieler Magdeburger. Denn hier gab es noch eine Reihe von liebgewordenen Geschäften. Aber dann hat man sie doch abgerissen. Es hat sich viel mehr verändert auf diesem Breiteweg. Dieser Teil des Breitewegs war von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs in Magdeburg am schwersten betroffen. Vom Hauptbahnhof konnte man nach der Entrümmerung bis zur Elbe gucken, sagen die älteren Magdeburger. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, und dann werden tausend Märchen wahr. Ein Wunder, das seinesgleichen sucht. Wir haben es nicht vergessen. Hier in der Nähe der Himmelreichstraße war auch das Haus zum Weißen Ross, Breiteweg Nummer 19. Dort wohnte einst der Domherr von Asseburg mit seiner Familie. Die Frau war gestorben und in der Familienbegräbnisstätte im Dom beigesetzt. In der Trauerzeit pochte es eines Nachts heftig am Haustor. Der Diener öffnete und erblickte die Verstorbene. Entsetzt eilte er zum Domherrn. Dieser sagte zu dieser Story, er habe geträumt. Er liefe seinem Pferd die Treppe rauf und wieherte. Das soll geschehen sein. Der Domherr schloss seine auferstandene Gattin, die nur scheintot war, in die Arme. Deshalb stand bis zur Zerstörung 1945 immer ein Ross oder ein Pferdekopf auf dem Dach der Nummer 19. Hier treffen wir auf die alte Verkehrsführung. Vor der Zerstörung lief der Verkehr über die alte Ulrichstraße zum Breiteweg. Und von dort zum alten Markt.
Der Otto von Guericke hatte zu seiner Zeit bereits einen Plan, der vom Westen der Stadt geradewegs nach Osten führte. Der konnte nun verwirklicht werden. An der schlimmsten zerstörten Stelle war nach der Entrümmerung erst ein freier Platz entstanden, auf dem neben Parkplätzen auch Veranstaltungen stattfanden. Jahrzehnte hat es gedauert, bis er wieder bebaut wurde. Der Mangel an Wohnungen zwang zunächst zum Wohnungsbau. Erst nach der politischen und wirtschaftlichen Wende vor 30 Jahren entstanden erst das City-Carré, das war 1997. Ihm folgte das Ulrichshaus. 1998 komplettierte das Allee-Center das Ensemble. Gehen wir doch mal rein. Ein Päuschen für einen kleinen Imbiss gibt es hier sicher immer. Stören Sie sich nicht an den Masken. Sie wissen ja, 2020, Corona. Im Allee-Center befinden sich unter anderem Schmuck- und Kosmetikgeschäfte, Dienstleister, Cafés und Bekleidungsgeschäfte. Schauen wir uns ein wenig um. An Imbisseinrichtungen mangelt es nicht. Nun sind wir wieder im Untergeschoss und blicken nach oben. Das Allee-Center ist eines der größten Einkaufshäuser am Breiteweg. Man könnte zwar den ganzen Tag hier verbringen, aber wir müssen weiter. Die West-Ost-Süd-Nord-Kreuzung ist eine der größten Kreuzungen der Stadt. Diese neue West-Ost-Achse wurde in der DDR-Zeit gebaut. Sie hieß Wilhelm-Pieck-Allee. Das war in den ersten Jahren der DDR der Staatspräsident. Nach der Zeitenwende wurde daraus die Ernst-Reuter-Allee nach dem ehemaligen Magdeburger Oberbürgermeister Ernst Reuter. Den hatten die Nazis verjagt. Mancher kennt ihn noch als Bürgermeister von West-Berlin. Die Zeit der letzten 75 Jahre zeigen sich auch hier im Stadtzentrum von Magdeburg. Besonders die letzten 30 haben zu vielen Veränderungen geführt. Vieles wurde schon verändert, aber 40 Jahre Teilung im unterschiedlichen Deutschland lässt sich eben nicht im Sauseschritt bewältigen. Ob alles gut war, wird die Geschichte beweisen. Und sicher werden auch Korrekturen notwendig. Der alte breite Weg strahlte Reichtum und Wohlhabenheit aus. Aber in den kleinen Gassen und Straßen rechts und links, die heute verschwunden sind, mancher mag in Wehmut an sie denken, herrschte auch Not und Armut. Das am engsten besiedelte Gebiet nannte man Knattergebirge. Man konnte sich von Fenster zu Fenster gegenüber die Hände reichen. Zum Breiteweg gingen sie, um sich mal die Nase, wie sie sagten, an den Schaufenstern platt zu drücken. Auf dem Breiteweg aber sah man nur die im Lichte. Die im Schatten sah man nicht. Hier lebten die Betuchten der Stadt. Dem Eingang zum alten Markt gegenüber liegt ein Kaufhaus mit historischer Geschichte. Es war das erste Kaufhaus am Platze.
Die Gebrüder Barasch haben es 1902 eröffnet. Es hat doch alles, was das Herz begehrt. Die Magdeburger nahmen es sofort an, liebten es. Die Faschisten nahmen es den Barachs wieder weg, denn die Barachs waren Juden. 1936 übernahm es ein Kaufmann aus Kolberg. Er hieß Lemke. Es bestand, bis es die Bomben schwer zerstörten. Als der Krieg zu Ende war, blieb da zunächst eine Ruine. Da Lemke 1953 in den Westen ging, übernahm die HO den Trümmerhaufen und richtete in der Restruine eine provisorische Verkaufsstelle ein. Ende der 60er Jahre riss man sie ab und baute das Zentrumwarenhaus. Es blieb bis zum Ende der DDR die wichtigste Einkaufsstätte der Magdeburger und des Umlands. Daraus wurde nach der Wende das Karstadt-Kaufhaus. So zeigen sich hier, wenn man so will, die Widerspiegelungen gesellschaftlicher Veränderungen, die sich in dieser Zeit vollzogen, auch an dem Firmenwechsel dieses Geschäftshauses. Mit dem Wiederaufbau des Nordabschnitts 1963 verlor der breite Weg auch seinen Namen. Er wurde zur Karl-Marx-Straße. Das zeigte sich auch äußerlich. Es wurde die großzügigste Fußgängerzone damals in der DDR. Sie war auch eine beliebte Einkaufsmeile für Magdeburg und das Umland. Mit der politischen Wende verlor sie ihre Attraktivität. Man versuchte zwar mit vielfacher Kosmetik das zu ändern, aber es gelang nicht. Es wurde nie wieder die Flaniermeile, wie wir sie vom breiten Weg kannten. Einige sprechen sogar von Ödnis. Die MVB haben kürzlich die veraltete Gleisanlage erneuert. Nun soll unter dem Namen Freiraumlabor eine neue Art von Belebung getestet werden. Wir können nur hoffen und wünschen, dass das funktioniert. Wir befinden uns jetzt im alten Stadtzentrum, dem Herzen der Stadt. Wie die gesamte Innenstadt fiel auch dieser Teil des Breiten Wegs den Bomben zum Opfer. Wenig, was da übrig blieb. Das sind die Reste der Weinfassstraße. 2015 erinnert sich Frau Waltraud Schiebel. Genau auf der Stelle des blauen Bocks stand vorher das ausgebombte Gebäude der Firma Heinrich Mittag. Die HO Lebensmittel Süd und die Deutsche Handelszentrale bauten das Gebäude nach 1945 wieder aus. Diese Straße, die heute ein Stück der Ernst-Reuter-Allee ist, nannte sich Weinfassstraße. Auch an dem blauen Bock habe ich Erinnerungen. Sagt Frau Schiebel. Gleich nach der Wende zog das Bankhaus Löbecke ein. Dort legten wir unser mühsam Erspartes zu traumhaften 8% Zinsen an und im links daneben ansässigen deutschen Reisebüro buchten wir unsere erste Reise nach der Wende nach Paris. Soweit Frau Schiebel. Genau an der Stelle, von der sie sprach, befinden wir uns jetzt. Allerdings sieht es hier jetzt schon wieder ganz anders aus. Vor 1945 war hier der Eingang zur Weinfassstraße.
An der Ecke befand sich das Haus Breite Weg 156. Das Haus hatte 1786 der Buchhändler Johann Kreuz erworben. Die Kreuzsche Verlagsbuchhandlung war eine der bedeutendsten Magdeburger Buchhandlungen überhaupt. Sie lag im Untergeschoss des Hauses 156. Hier haben wir die 1866 veränderte Fassade. Am Haus befand sich ein Hinweis auf das Werk des Schriftstellers Wilhelm Raabe. Wir haben uns Herrn Wolfgang Mitschke eingeladen, der darüber sehr viel weiß. Hallo, Herr Mitschke. Was können Sie uns zu Wilhelm Raabe sagen? Wilhelm Raabe war einer der bedeutendsten Autoren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Man kann ihn gleichsetzen mit Theodor Fontane. Beide haben sehr viel geschrieben und sind auch sehr bekannt geworden mit ihrer Literatur. Sagen Sie, Herr Mitschke, was hat er nun mit Magdeburg zu tun? Wilhelm Raabe ist in Braunschweig geboren. Er hatte sehr ehrgeizige Eltern, die wollten was aus ihm machen. Vielleicht als Jurist oder eventuell als Pastor. Aber das war alles nicht seine Sache und man entschied sich, er wird Buchhändler. Und als Buchhändler musste er ja eine Lehre absolvieren und die hat er in Magdeburg begonnen, 1846, in der Kreuzschen Buchhandlung am Breiten Weg. Unseres Herrgotts Kanzlei, eine Erzählung, hat er geschrieben, die 1861 veröffentlicht wurde. Um was geht es da? In der Buchhandlung war nicht nur neue Literatur, sondern es gab auch Antiquariat. Und in diesem Antiquariat hat er gestöbert und ist auf eine Chronik gestoßen, die die Geschichte Magdeburgs im Mittelalter darstellt. Und zwar die Zeit von 1550 bis 1551 in Magdeburg. Magdeburg wurde damals von kaiserlichen Truppen belagert, weil der Kaiser die Stadt, die war die letzte Bastion des Protestantismus, zurückführen wollte zum katholischen Glauben. Den Begriff unseres Herrgotts Kanzlei wandte man ja auf die Stadt Magdeburg an, weil sie die letzte Bastion der Reformation gewesen ist, wie Sie richtig sagen. Waren denn die handelnden Personen auch Magdeburger? Ja, es sind vor allen Dingen zwei Familien. Die eine Familie des Ratsmannes Horn und seines Sohns Markus. Entschuldigen Sie, Herr Mitschke, das hier ist die schöne Eckstraße im 19. Jahrhundert. Hier soll ja der Ratsherr Horn mit seiner Familie gewohnt haben. Natürlich im 16. Jahrhundert. Und die zweite Familie ist die des Buchdruckers und Verlegers Lotter mit seiner Tochter Regina. Die beiden Kinder, könnte man sagen, die waren, kannten sich schon aus der Kindheit heraus, waren später befreundet, wurden ein Liebespaar und die ganze Geschichte endet am Schluss mit ihrer Hochzeit. Also schon eine richtige Liebesgeschichte in der Zeit der Kriegswirren von 1550 bis 51. Sehr dramatisch. Danke, Herr Mitschke. Vielleicht haben Sie viele ermuntert, die Erzählung unseres Herrgotts Kanzlei mal zu lesen. Am Kaufhaus Klavin. In dessen obere Etage befand sich ein Lichtspielhaus oder Kientöp, wie der Magdeburger sagt. Kientöppe, oder sagen wir Lichtspielhäuser, gab es am Breiten Weg sehr viele. Das waren einfache Tageskinos, wo den ganzen Tag ein Film hintereinander lief, oder es waren noble Lichtspielhäuser. Hier lief alles, was der UFA gut und teuer war. Der Besitzer dieses Häuserkomplexes hier
war ein gewisser Otto Klavén. Er betrieb selbst seit 1891 ein großes Geschäft, in dem er Damen- und Kinderkonfektion verkaufte. Das Grundstück selbst hat eine lange Geschichte. Es wurde mehrmals umgebaut. Als Klavén es übernahm, da sah es so aus. Und da hatte es auch noch den Namen zum Lindwurm. Der stammte aus dem 16. Jahrhundert. Aus der Zeit, wo Raabes Erzählung spielt. Das Haus wurde mehrfach umgebaut. Klavéns Sohn Werner übernahm es 1921. Nach der Zerstörung findet man die Klavéns im Westen Deutschlands. Magdeburg die Treue hielt eine andere Firma. Interessant ist die Geschichte des Textilhauses Schreiber und Sundermann. Es war auch auf dem Breiteweg angesiedelt. Das Haus wurde ein Opfer der Bomben. Zur DDR-Zeit war Schreiber und Sundermann viele Jahre in der großen Diesdorfer Straße hier in diesem Haus beheimatet. Dann zogen sie in die Nähe des Doms. Als man das neue Domviertel plante, wurde auch das Haus von Schreiber und Sundermann abgerissen. Für kurze Zeit bedienten sie dann ihre Kunden in der Bärstraße. Nun ist Schreiber und Sundermann wieder am Breiteweg. Das freut natürlich die Magdeburger umso mehr, da Schreiber und Sundermann ihnen in der ganzen DDR-Zeit die Treue hielt. Die Magdeburger Filiale von Woolworths gehörte einst auch zum Breiteweg. Ihr Fehlen wurde sehr vermisst. Als es vor einigen Jahren zurückkehrte, war die Freude groß. Es war, als wäre ein Stück alter breiter Weg zurückgekehrt. Das gehört eben auch zur Geschichte des breiten Wegs, obwohl die Fassade nun moderner war. 2005 gab es im Technischen Museum eine Ausstellung mit dem Titel »Der breite Weg, ein verlorenes Stadtbild«. Sie zeigte eindrucksvoll, was da verloren gegangen war. Ein Magdeburger erinnert sich. Wir wohnten in Fermersleben. Ich war 13 Jahre alt. Am Abend brach dann das Inferno aus. Wir hörten die Einschläge und sahen den Feuerschein, wenn wir in Richtung Innenstadt blickten. Es dauerte nicht einmal eine Dreiviertelstunde, dann war der Spuk vorbei. Am nächsten Morgen ging ich mit dem Vater durch den breiten Weg. Wir waren sprachlos. Der Vater sagte kein Wort. Ich hatte viele Fragen, aber auch ich blieb still. Wir suchten die Großeltern, die in der Altstadt wohnten. Ihr Haus war zerstört, aber sie hatten überlebt. Man hatte sie schon nach Rodensleben evakuiert. Uns fiel ein Stein vom Herzen. Wenn man heute nach 75 Jahren zurückdenkt, fallen einem auch diese Worte wieder ein. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Was ist geschehen? Über Gräbern pfeift der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Flaniermeile nannte man den Breiteweg auch. Nicht zu Unrecht, denn die Barockstraße galt als eine der schönsten Straßen Deutschlands. Man nannte sie sogar Magdeburger Barock. Flanieren wir in Erinnerung über den Breiteweg vor der Zerstörung.
Das war der breite Weg noch 1937. Auch von diesem Haus hier lässt sich eine schöne Geschichte erzählen. In alter Zeit kommt ein junger Bursch nach Magdeburg mit einem Flugeisen im Gepäck. Er hat Hunger und Durst, aber kein Geld mehr. Die junge Wirtstochter im Gasthaus Breite Weg 86 nimmt das Flugeisen als Pfand und begöstigt den Burschen, der es sich richtig schmecken lässt. Der verspricht, wiederzukommen, wenn er Geld hat. Nicht vergessen, ruft ihm die Wirtstochter noch zu. Ein neugieriger Fremder kratzt an dem Flugeisen und siehe da, es kam Gold hervor. Für 1000 Gulden verkauft der Bursch es an den Neugierigen. Gemeinsam mit der braven Wirtstochter, die er ehelicht, baut er das Haus zu einer attraktiven Herberge mit Wirtshaus aus. Seither ziert es ein goldenes Flugeisen. Das blieb so bis 1945. Da war der Untergang besiegelt. Das ahnte man 1937 noch nicht. Da ist das besondere Flair, das auch durch die kleinen Gassen geprägt war, die in die untere Altstadt abging. Das war das idyllische Plätzchen an der Katharinenkirche. Hier konnte man ausruhen, um dann den Bummel entlang der großen Schaufenster fortzusetzen. Jetzt haben wir den Ratswagenplatz erreicht. Er hatte auch mehrere Gesichter. Und dann sind wir am Café Peters, eines der beliebtesten Cafés der Magdeburger. Nicht nur der Kuchen war gut, auch der Preis stimmte. Aber dann musste ein anderer Preis bezahlt werden. Aber wer dachte 1937 schon daran? Da war noch genug Geld im Portemonnaie für einen Bummel durch das Kaufhaus Horn. Lebensmittel und Kleiderkarten lagen noch fern. Auch bei Dunkelheit ließ sich gut flanieren im breiten Weg. Die großen erleuchteten Schaufenster luden geradezu dazu ein. Bei Steigerwald und Kaiser beenden wir unseren Nachtbummel. Am nächsten Morgen geht es weiter. Wir befinden uns jetzt auf der Westseite. EPA, auch so ein bekanntes und beliebtes Geschäft. In der oberen Etage beherbergte es ein weithin bekanntes Café, Hoth so genannt. Das war die Abkürzung für Café Hohenzollern. Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte sie viel mehr Freude an dem neuen langen Kleid. Doch da sie Beine hat, tadellos und kerzengrad, tut es ihr so leid um das alte kurze Kleid. Das kann man doch verstehen, beim Gehen, beim Drehen kann man jetzt nichts mehr sehen und niemand weiß Bescheid. Ja, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte, hätte sie viel mehr Freude an dem neuen langen Kleid. Wir haben das Hozo wieder verlassen und befinden uns jetzt in der Nähe der Katharinenkirche.
Die Katharinenkirche war schon am 28. September 1944 bei einem Bombenangriff ausgebrannt. Am 16. Januar retteten sich viele Magdeburger in die Ruine. Bis in die 60er Jahre stand diese Ruine. 1964 beschloss die Stadt ihren Abriss. Was im März geschah. Die Türme hatte man noch stehen gelassen, aber 1966 wurden auch sie beseitigt. Auf dem Gelände wurde 1970 das Haus des Lehrers gebaut. Nun nach der Wende wurde es zum Katharinenturm. Ab 2014 vollzog sich der Umbau. Erinnern wir uns, wie das vor 71 Jahren mal mit guten Vorsätzen anfing. Gestatten wir uns einen kleinen Rückblick in ferne Vergangenheit. Mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik begann ein neuer, besserer Abschnitt unserer Geschichte. Die Regierung Grotewohl trat ihr verantwortungsvolles Amt an. Die Jugend feierte den Arbeitersohn Wilhelm Pieck, den ersten Präsidenten der Republik. Ein halbes Jahrhundert verging. Das Jahr 1950 wird eingeläutet. Es wird ein Jahr voll rastloser Arbeit sein. Aber das Ziel lohnt jede Mühe. Eine friedliche Welt. Ein glückliches, einiges Deutschland. Wie hatte doch der Dichter Johannes Erbecher das verstanden? Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland. Aber die Geschichte ging anders, wie wir wissen. Die Einheit kam erst viele Jahre später und sie ist bis heute nicht vollendet. 40 Jahre Teilung ist eben ein harter Brocken. Aber kehren wir in unsere breite Weggeschichte zurück. Bei unserer Reise durch die Vergangenheit sind wir jetzt am Universitätsplatz angekommen. Wenn man auf der linken Seite des Breitewegs den Platz betritt, liegt dort das Magdeburger Opernhaus. Das hieß nicht immer so. Ab 1907 war es das Zentraltheater mit Varieté und gemischten Programmen. Mitte der 20er Jahre spielte man dort Operetten. Es wurde auch ein Opfer des Krieges. Nach der Zerstörung und Wiederaufbau in der DDR hieß es dann Maxim-Gorki-Theater. 1990 im Wendejahr wurde es durch Brand stark beschädigt. Erst 1997 konnte es als Theater der Landeshauptstadt wiedereröffnet werden. Nun ist es das Opernhaus am Universitätsplatz.
Während der Hasselbachplatz immer Hasselbachplatz hieß, hatte der Universitätsplatz viele Namen. 1895 hatte die Bebauung des Platzes begonnen. Zwei Jahre später, 1897, stellte man das Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf. Der Platz hieß nun bis 1920 Kaiser-Wilhelm-Platz. In der Weimarer Republik passte der Kaiser nicht mehr. Der Platz wurde umbenannt in Staatsbürgerplatz. Der Kaiser blieb stehen. Als 1933 die Nazis kamen, blieb der Kaiser auch stehen und der Platz bekam sogar seinen Namen wieder. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ging auch der reitende Kaiser samt Namen unter. 1945 nannte man den Platz Deutscher Platz, was er auch war. Sein Antlitz drückte das nachdrücklich aus. Alles lag am Boden. Als die DDR kam, wurde er polnisch. Das heißt, er bekam den Namen des polnischen Staatspräsidenten Bolesław Bierut. Eine Geste der Versöhnung und Wiedergutmachung gegenüber dem polnischen Volk. Jahre dauerte es dann, bis der große Schuttberg wieder abgebaut war. Biruts Namen behielt der Platz bis nach der Wende. Heute heißt er nun Universitätsplatz. Die Magdeburger hoffen, dass er diesen Namen behält. Sicher ist so etwas nicht. Es gibt immer Leute, denen etwas anderes einfällt. Heute ist es kaum noch zu glauben, dass alle Wohnhäuser des Platzes vernichtet waren. Da dem Platz der Kaiser verloren gegangen war und ihn keiner wiederhaben wollte, entschloss man sich, die Straßenbahn über den Platz fahren zu lassen. Alte Magdeburger erinnern sich sicher, dass einige Linien durch die Erzberger Straße zum Hauptbahnhof fuhren. Es gab Streit, ob es richtig war, nur noch den breiten Weg mit dem Straßenbahnverkehr zu belasten. Dieser Streit flammt hin und wieder noch auf, wenn es verkehrsbedingte Probleme in der Stadt gibt. Sei es wie es sei, Hasselbachplatz und Universitätsplatz sind zwei der schönsten Plätze der Stadt Magdeburg, die den breiten Weg nördlich und südlich begrenzen. Der alte breite Weg ist zwar ein verlorenes Stadtbild, doch die Stadt Magdeburg tut gut daran, ein neues Stadtbild zu schaffen, das dem Alten ebenbürtig wird. In diesem Sinne beenden wir den Gang durch den breiten Weg. Wir hoffen, dass wir mit dem, was wir gezeigt haben, das Interesse am breiten Weg neu wecken konnten. Oder haben wir damit gar Eulen nach Athen getragen?